Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück bei einem weiteren Together in Arc. Heute wieder mit dabei der liebe Valkyrie, ebenso die Xyra on Tour und, naja, Bad in Trouble ist auch dabei. Hallo. Ja, hallo. Moin. Ha. Geh jetzt erstmal jagen, aber ich lass dein Ben zu Hause, Bad. Endlich wieder zurück. Ja. War so schlimm alleine. Wir haben dich vermisst. Wirklich. Ja, ich glaube besonders unglaublich. Mhm, glaube ich auch, dass Bad dich ganz, ganz schrecklich vermisst hat. Wollte sagen, hast du denn überhaupt noch eine Hand frei gehabt zum Fingerkreuzen? Bin so rechts Maus, links Tastatur? Ja, ich bin für einen kurzen Augenblick stehen geblieben, dass das nicht so sehr auffällt. Okay. So. Ja, der Ablauf für heute. Also ich hatte mir jetzt eigentlich so gedacht, dass wir uns ein klein wenig aufteilen mit den Sachen, die wir machen. Sprich, dass wir uns nicht alle jetzt hier hinstellen und farmen, weil dann gibt es hier 4 Videos von Farm der Bevölkerung. Richtig. Du, liebe Xyra, wolltest ja sowieso jagen gehen, habe ich mir sagen lassen. Ich gehe jetzt erstmal kurz jagen und dann fange ich gleich an, das Häuschen zu bauen. Mhm. Also mein Häuschen zu bauen. Ich hatte mir jetzt vorgenommen, dadurch, dass ich hier gerade mit Carmilla so ein bisschen rumreite, um Narcoberries zu farmen, ich würde ein paar Vorbereitungen treffen, um heute noch ein bisschen zu tamen. Mal gucken, wie ich das hinbekomme. Mhm. Was willst du tamen nochmal? Das, was mir vor die Flinte kommt. Also am liebsten wäre mir natürlich ein Raptor, dass ich mal ein bisschen essenstechnisch mich aufstocken kann. Das ist nämlich mit einer Turtle echt bescheiden. Da schließe ich mich meinungstechnisch direkt an, ja. Und Raptor, naja gut, ich kann den Sattel machen, deswegen naheliegend. Deswegen, ja, ein bisschen. Deswegen auch letztens meine Nachricht an euch. Wie weit ist jetzt so mit Tame außerhalb von Folgen? Weil ich habe hier echt 2 Mini-Raptoren gehabt, die ich gut... Du musst außerhalb von Folgen tamen, das geht ja gar nicht. Ja, ja, klar. Nee, ja. Wir hatten da uns beim letzten Mal noch ein bisschen drüber unterhalten, wie wir das denn jetzt regeln mit außerhalb. Darf ich kurz reingrätschen? Weil hier am Strand sind gerade 5 Raptoren. Sämtliche Farben, du kannst dir aus... Achso, warte, da ist ein Alpha-Raptor. Kannst oh ja, den nehme ich. Du gefressen kann, kannst du mir so. Den mal kurz platt machen, den Alpha? Dann nehme ich den. Nein, zu dem möchte ich jetzt gerade nicht hin. Ach komm. Und hübscher Raptor sogar zwischen. Aber diesmal brauche ich mir gar keine Raptoren holen, weil die stehen bei mir nachher sowieso wieder nur rum. Und, ne, das will ich ja vermeiden. So, den Ankylo nehme ich hier jetzt nochmal. Sag mal, Goro, Mal. Welches ist denn dein Gebäude? Das vom Südtor direkt. Was da am See ist mit dem Plateau. Oho. Ah, okay. Ich liebe den Wolf. Oh, hier ist ja noch einer. Den Direwolf, den neuen. Yeah. Ja. Also Ernesto ist schon nicht schlecht. Ne? Ernesto ist ein guter. Ja, naja. 2 sind auf meiner Liste. Moment, du hast einen Wolf oder wie? Ich habe einen Wolf, ja. Oh, die schön. Folge dazu kommt heute. Nee, morgen. Warte nu. Nee, morgen. Also Sonntag. Also auf jeden Fall kommt ist sie. Ist ja egal. Wenn diese Folge hier rauskommt, dann war sie. Dann ist die andere Folge auch schon da. Genau. Ja, okay. Ich habe einen kleinen Zusammenschnitt von Wenn sich gemacht, Xyra ein bisschen verwirrt anhört, dann ist sie drüber hinweg. Ich habe dann keinen Zusammenschnitt gemacht, weil ich ja gesagt hatte, so außerhalb Folgen, Tame, also so komplett außerhalb, will ich ja nicht mehr machen. Deswegen mache ich da jetzt immer Zusammenschnitte für, wenn ich war Tame. Ja, hat bei mir nicht funktioniert. Also ich habe ja, das hat sich, naja, richtig selbst gezähmt, kann man das jetzt auch nicht nennen. Ein Pterodactyl und Run ist dann losgegangen und hat immer mit seinem T-Rex Primate geholt und Xyra und Harald haben es regelmäßig zu mir geschleppt. Ich musste es nur noch reinstopfen. Das ist auch nicht ganz richtig. Und dann hat er sage und schreibe 5 Minuten gelebt. Das ist ein neuer Rekord für dich. Das ist ich wollte zu eurem grünen Strahl hinfliegen, den looten. Steig ab. Plötzlich schoss der Terrano dann weg, einen Kilometer hinter mich. Dann kam er nach einer Minute wieder, hat einen Dilo angegriffen, nachdem ich den Dilo dann gekillt habe, weil sonst hätte er im Leben nie aufgehört, der kriegt ihn ja nicht tot. Ist der wirklich also in so eine Entfernung auf den Spino losgegangen, der auch noch irgendwie 50 Meter unter ihm war, den hättest du selbst mit einem Fernrohr nicht bildschirmfüllend reinbekommen, den Spino. So weit weg war der. Ich, keine Ahnung. Und das war's dann natürlich, ne? Zum Würgen. Ich hätte echt schreien können. Kleine Rampensau.
Ja. Dad, was machst du denn in meinem Zwischenlager? Du meintest doch, dass du so viel Leder hast. Ja. Sagen wir mal was. Das war eine Einladung. Ich dachte, du bist jetzt so höflich und gibst mir meine übrigen Narkopfeile zurück. Kann ich hier wieder reinstecken, jo. So, deckst du mir mal rein. So, wenn jemand Doris braucht, ich liefere sie gerade mal wieder ab. Mhm. So. Sag mal, muss das Häkchen jetzt bei Auto-Chatbox gesetzt sein oder nicht, damit es verschwindet? Nicht. Damit es verschwindet, muss es weg sein. So. Okay. Ein bisschen was kann ich mir jetzt auch nochmal brutzeln. Ich hatte eben beides ausprobiert. Ich habe das Gefühl, der Chat taucht immer wieder auf. Ich weiß nicht. Ach so, okay. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie in eurer Einzelfolge oder so mal die Info gegeben habt, zwecks der allgemeinen Tiere, so? War das? Nee, hatten wir noch. War schon mal nicht. Kam noch nicht. Dann würde ich mal sagen, sprechen wir das mal an. Also so wie ich das jetzt hier überliefert bekommen habe, werden Tiere, die für die Allgemeinheit sind, mit einem komplett weißen Sattel ausgestattet. Das heißt, wir sind auch nicht ganz so arm dran. Was ja schon mal nice to know ist. Also wenn ihr uns irgendwie mal mit irgendwelchen Tieren rumreiten seht, mit weißem Sattel, nein, das waren wir nicht. Nicht, dass ihr hier auf irgendwelche Folgen wartet, von wegen, wann hat denn der das getamed? Das ist eine Leihgabe dann. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ganz sind wir denn doch nicht. Nicht? Nein. Okay. Verdammt neblig. Ja. Wären wir jetzt auf ich würde jetzt mal gucken, ob ich meinen Trike-Sattel hier mal fertig kriege. Wären wir jetzt noch auf PvE1, würde es wieder heißen, Guru raucht wieder so viel. Eigentlich mal Ernesto vollschmeißen, dann brauche ich nicht so viel hin und her. So, wo habe ich denn mein Hide? Oh, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Nein! Mann, das ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder was? Weiß ich nicht. So. Vielleicht nur nicht so viel hin und her rennen, deswegen. Ach ja, und was gibt's Neues bei euch? Oh, nicht viel, ne? Das nicht so. Ja, ist nicht viel, ich weiß. Deswegen heißt das auch nicht viel. Nicht viel? Ja. Oh, wer baut denn hier so schön? Ach, Xyga, das bist du ja mit deinen Steinpillars hier und den Plattformen. Ja, genau. Das ist quasi mein Grundriss. Und sag, da konntest du hier keine Foundations auf den Boden setzen? Das sieht doch relativ flach aus hier. Das hier täuscht, vorne ja? Schon. Ja, das täuscht ganz schön. Also ich habe hier angesetzt. Und konnte dann bis hier setzen und diese hier ging schon wieder nicht. Klappte nicht. Konnte ich wie machen, hast du was ich das will. Hinbekommen, dass die oben nicht rausragen? Diese doofen Pillars ragen noch meistens raus. Bei mir zumindest. Die Holzdinger ja, die Steindinger nicht. Deswegen habe ich gleich die Steindinger hergestellt. Ach, die ragen nicht raus. Die Holzdinger, okay. Bei den Holzdingern und kannst du es auch regeln. Ja? Wenn du, okay. Wenn du einen Holzpiller setzt und du setzt eine Ceiling oben drauf, dann ragt er darüber hinaus, der Pillar. Ich habe die Ceiling zuerst gesetzt bei mir. Ja, dann ist, also wenn du erst die Ceiling gesetzt hast, dann geht es natürlich nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Pillar irgendwo hinsetzt, dann hast du noch die Möglichkeit, eine Ceiling ganz oben an die Spitze zu setzen. Das ist mit mehr Verbrauch verbunden, aber es geht. Ach so, ja, das geht hier sowieso nicht, weil ich bin ja mit Foundations am Hang angefangen. Geht gar nicht anders, weil sonst hätte ich ja gar nichts gehabt an Haus, weißt du? Ich muss jetzt, Oh. Level 8? Alpha. War der passiv? Ach so, okay, gut. Stimmt, habe ich nicht drauf geachtet. Das war jetzt... tragisch. Nicht so optimal. Gut, dass wir nicht im TS sind. Ich könnte mir vorstellen, da wird jetzt jemand brüllen. Ja, ich glaube auch. Oh, guck mal. Und ich glaube, hier sollte lieber ein Fenster hin. Das war aber ein 80er Raptor. Ja, das war dann wahrscheinlich die Begleitung des Alphas. Das, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Dass das so ist. Ach Mensch. Ach, das ist ja übel. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt auch keinen Anreiz herauszufinden, wo er gestorben ist, weil ich würde ihn ganz schnell daneben legen. Ich habe versucht, mich mal zwischendurch zu muten, um zu erklären, warum meine Hütte schon etwas weiter ist als letztes Mal, aber dann habt ihr nicht aufgehört zu quasseln, deshalb. Also ich habe die hier minimal weitergebaut, dass ich wenigstens so einen Boden drin habe und werde den Rest aber jetzt machen. Weil hier stand vorher nur Thatch, aber das sah, wie gesagt, ich habe ja gesagt, das sah so aus, als hätte ich mir eine Thatch-Hütte in eine Wutschhütte reingeschoben. Das ging gar nicht. Das ging mal gar nicht. Müsste eigentlich noch Holz farmen ohne Ende.
Schnapp dir Doris. Sonst, wenn du sie heile wieder zurückbringst. Ja, aber natürlich. Wir waren damit bestimmt kein Problem. Mir sterben keine Tiere. Entschuldigung. Ja, es gibt jetzt sogar schon mittlerweile diese Gräber, ne? Ja. Ja. Grabsteine, ja. Finde ich sehr geil. Willst du die? Wir können die auch schon herstellen. Also, brauchst du welche? Möchtest du? Kannst du da was? Ja, ich wollte gerade sagen, willst du dir nicht instant schon mal ein paar Dutzend so als Vorbereitung herstellen? Dann sparst du dir später so das Farmen dafür. Nein, das brauche ich nicht. Aha. Ich komme drauf zurück. Ah, scheiße. Fürs Geld. Na egal. So, dann kommt das weg. Ich wollte gerade sagen, scheiße, tot. Boden. Nur noch eine mit, so, genau. Nanu? So, ich gucke hier gerade mal, wo ich meine Fensterchen setze, aber ich denke mal, Fensterchen hier ist, glaube ich, besser. Sag mal, Xyra, wie lange hattest du jetzt eigentlich von dem Wolf getamed? Was brauchen wir denn? Ich hatte Hilfe von Run und Xyra, die mir schön fleißig Prime besorgt haben. Mhm. Aber Ernesto war, lass mich lügen, Level 12, als wir ihn hingelegt haben, und wir haben 2,5 Stunden getamed. Okay. Okay. Das kommt, glaube ich, ganz gut hin. 2,5 Stunden, das geht aber eigentlich, ne? Es ist annehmbar, ja. Ist wirklich. Ja, gut, durch das Prime, ne, ist das natürlich auch dann. Ich glaube, ich baue noch viel mehr Holz und Ceilings. Das wird hier doch etwas größer, was ich vorhabe. Ja, zum Thema Hütte. Meine ist ja jetzt auch soweit fertig. Davon gibt es keine Folge, weil ich das so ein bisschen außerhalb gemacht habe. Hatte den eigentlichen Sinn gehabt, dass ich nicht die nächsten 3, 6, 9 Folgen wieder damit füllen wollte, ich fahre Material für eine Hütte. Und mir ging der Verfall von den ganzen Setch-Dingern echt total auf die Nüsse. Yep. Deswegen habe ich mich den einen Tag hier hingesetzt, habe den Scheiß gefarmt, und es war eine bescheidene Arbeit. Mache ich auch nie wieder. Jedenfalls nicht mit einer Holzaxt. Also hier mit einer. Aber wie sieht das denn mit dem Verfall aus von den Holzsachen? Eine Woche. Guckt er jetzt oben raus oder guckt er oben nicht raus? Ich glaube, der guckt oben nicht raus. Oh, also Setch hat 3 Tage und Holz hat eine Woche. Ach, guckt doch oben raus. Ah, so ein Ärger. Naja. Wird der einfach nur Lager. Oh. Wie, das heißt, wenn du 3 Tage nicht drin warst, dann kann es abgerissen werden. Dann kann es abgerissen werden. Okay. Da wir aber ja hier im Tribe sind und das Ganze ja auch mit Tribe-Eigentum ist, reicht es, denke ich, auch aus, wenn einer aus dem Tribe dann hier eingeloggt ist. Er muss sich halt nur in der Nähe von dem Bauwerk irgendwie mal so ein bisschen kurz rumlaufen. Okay. Mhm. Das ist so die einzige Bedingung dafür, damit dieser Timer dann wieder zurückgesetzt wird. Daran soll es aber, denke ich mal, nicht scheitern. Nee, ich denke auch. Oh, was haben wir denn hier? Massenansammlung der Dinos? Mit einer Woche kommen wir hier auch eigentlich immer hin. Ja, deswegen. Also natürlich ist das nicht das finale Bauwerk. Also das wird auch später dann irgendwann zu einem Steinbauwerk werden. Aber jetzt derzeit reicht es. Und jetzt? Ha! Jo! Man weiß jemand, ich meine, ich kann es ja gleich mal ausprobieren, da weiß jemand, ob man unter... Wenn ich einen Woodpiller stehen habe, so auf Rasen quasi, ob ich dann nachträglich eine Foundation drunter packen kann? Nein. Ja, vielleicht. Nee, kannst du nicht. Weil der Platz ja von dem Pillar schon eingenommen wird. Hm. Ich kann ihn wegnehmen und dann. Was hast du denn vor? Nö, vielleicht so ein Kellergeschoss hier von meiner Basis noch machen. Obwohl, nee, das ist so steil, da kriege ich eh keine Foundation hin hier. Vergiss es. Das wäre nämlich der nächste Punkt, ob du da überhaupt eine Foundation setzen könntest. Nee, das geht ja hier im 45 Grad Winkel runter. Okay, alles klar. Das wird wirklich schwierig. Dann nicht. Nee, ist in Ordnung. Das wird nicht funktionieren. Ach, aber die Idee wäre so schön gewesen. Ja, ich wollte einmal ein vernünftiges Haus haben, und zwar möglichst so am Anfang der Folgen und nicht erst am Ende. Das wäre halt irgendwie ganz reizend. Ich muss noch eine Info rausgeben, verdammte Axt. Ich vergesse es ja sonst. Der hier ist auch kürzlich dann getamed worden. Wer hier? Mein kleiner Hugin, den ich hier jetzt sitzen habe. Folgendes, eigentlich wollte ich den
nicht tamen. Ich wollte eigentlich den anderen haben. Der hat mich aber hier dreimal im Flug aufgefressen, weswegen es dann doch auf ihn hier hinausgelaufen ist. Aber er ist ein kleiner Hübscher, wie ich finde. Er guckt zwar ein bisschen als... Er ist so ein Hübscher. Ja. Er ist unsympathisch, aber hübsch. Ja, er guckt zwar ein bisschen, als würde ihn gerade was quersitzen. Bad Style, aber... Aha. Aha. Guck mal, das ist doch... Ich brauche ja nochmal ein Fenster. Das wird mein Thumbnail. Was wird dann... Wo? Ich kann nichts, ich sehe nichts. Oh, ich bin froh, dass die Brontos hier weg sind. Ich hatte gestern immer... Ja, wie rum mache ich das? Ich hätte jetzt fast was Falsches gesagt. Jedenfalls liefen die mal Brontos rum. Und dementsprechend lassen die auch mal ein paar Sachen ins Haus hängen, weißt du? und das ganze Haus war immer, es war richtig schlimm, war das. Nur am Wackeln hier alles. Ganz unangenehm. Wir haben lange so. Nicht mehr schwierig erwähnt. Das wäre doch jetzt so. Ja, das stimmt. Das ist schwierig. Schwierig. So, ach nee, hier, Ceilings. Erstmal knallen wir da Ceilings ran noch. Das ist ja ziemlich... So, ich werde aber mal zum Mini-Vulkan hochlaufen. Ich bräuchte ein bisschen Metall. Der Mini-Vulkan ist der, der noch nicht im Schnee versunken ist, ja? Nur der Mini-Vulkan ist der direkt bei uns... Ich das ja auch drin. Oh, das ist ja doof. Inwiefern im Schnee versunken? Ich glaube, ich habe echt eine Menge nicht mitbekommen. Da, links oben ist doch jetzt Schneebiom. Ach so. Und das ist richtig kalt. Da würde ich mich auch nur mit... wir haben eine Mammut-Rüstung für die Allgemeinheit. Also dann halt wieder zurückbringen. Mhm. Und die wir brauchen unheimlich viel Pelz. Also eine ist für die Allgemeinheit. Die liegt, ich glaube, bei Harald wahrscheinlich. Ich wollte gerade fragen, kommt da noch was oder war das jetzt Satzabschluss? Das klang irgendwie noch so offen. Deswegen habe ich Leute, ich kann nicht so bauen, wie ich will. Bemitleidet mich. Nein. Oh, nein, tut mal, geht nicht. Ich hab's versucht, aber das Bemitleiden? Ja, geht gerade nicht. Ich habe leider nur ein begrenztes Kontingent an Mitleid, deswegen muss ich mir das alles aufteilen. Oh. Ah, warte. Nee, doch nicht. Nee. Leider, nein. Hä, jetzt hat er sich hier wieder... aber jetzt funktioniert's. Ihr hört uns gar nicht zu, ne? Geduld, also. Ja, ich war gerade hochkonzentriert. Ich brauche nur ein bisschen Geduld, dann passt das. Aber was mache ich denn? Nein, ja, komm, dreh dich anders. Ceiling, dreh dich. Oh, ey, das ist so doof hier mit den Ceilings. Die drehen sich immer in die falsche Richtung. Mm. Oh, jetzt hab ich's. So. Oh nee, jetzt hat er sich. Oh, so ein Arsch, echt. Boah. Beim Setzen hat's mich wieder weggedreht, ne? Ich glaub's nicht. So, wo kommen denn hier mal Fenster rein? Lustig sind auch die Ceilings, die du eigentlich, oder es geht auch mit Wänden ganz gut, die du an der passenden Position gerade so fixiert hast und ab dem Moment, wo du drauf drückst, setzt er sich an eine ganz andere Stelle. Mhm. Die finde ich auch immer sehr interessant. So. Jetzt muss ich hier gleich nochmal ein bisschen rumfuchsen, Xyra. Damit das so klappt. Ja. Und dann ein pechschwarzer Pteranodon. Eins, ein pechschwarzer, zwei, drei, wo bist du? Ich bin hier oben auf dem kleinen Hügelchen. Lang. Ja gut, dann ist das halt 5x5. Was soll's, ne? Das kleine Hügelchen. Ja, naja, eigentlich ist es 5x6 mittlerweile schon. Ich gehe aber noch weiter nach vorne. Aber was ist denn ein kleines Hügelchen bei dir? Der kleine Berg vor dem großen Berg. Hier gibt's viele Berge. Ja, jetzt ist er sowieso weg. Okay. Genauso wie ich, weil jetzt habe ich hier wieder so eine Mückenplage. Das ist doch ein schöner Ausblick hier. Das ist doch ein cooler Ausblick. Ich mache mir eine Terrasse. Ich mache mir einen Balkon. Wir haben ein Tor, das nennt sich Vulkantor. In die Richtung wird es wohl irgendwo denn sein. Wooden Doorframe. Da, wo die ganzen Brontos immer sind. Hier auch mal rein. Und zwar dann, da das ja 5x5 ist, machen wir den mal mittig. So. Doch hier auf der anderen Seite auch geklappt. Warum? Genau. Das wird, glaube ich, ein richtig schönes Haus. Ich habe leider hier so ein kleines Bauproblem. Ah, jetzt.
Falls sich jemand über meine freistehende Tür wundert, wo man auch drum herum laufen kann, das muss so. Sehr schön. Ich hab's hingekriegt. Ich bin so stolz auf mich. Da muss ich dies jetzt auch nochmal umdrehen und dann ist alles gut. Und ich verhungere. Klasse. Das ist unschön. Ach stimmt, ich habe noch Fleisch im Campfeuer, Mensch. Goro, ich beantrage noch ein Tor. Dann bau dir eins. Ein Tor? Machen wir hier ein Fenster rein, dann in die Mitte, ja. Ne? Wie kommst du eigentlich auf die irrwitzige Idee, dass ich ein Tor machen könnte? Weil du der Tormeister bist. Fertig. Ja, machen wir da. Wann? Jetzt gerade in diesem Moment. Das glaube ich weniger. Nee. Ich glaube, so machen wir das. Ne? Habe ich noch Window Frames? Tada! 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 Oder äffst du mich gerade nur nach? Tada! Das würde mich sehr traurig machen. Ich äffe dich nicht nach, ich mache mit dir mit. Ah, okay, das freut mich sehr. Ja, tada! Tada! Okay. Tada! Okay, Schluss jetzt. Tada! Oh, okay. Also, Goro, du weißt nie, wann Schluss ist. Das war jetzt 1-4. Das war, ey, das hat die ganze Stimmung rausgenommen. Aber das ist Goro. Ich komme nicht mehr in mein eigenes Haus. Ich brauche eine Rampe. Ist das geil. Du brauchst eine Wampe? Ich brauche eine Rampe. Ach so. Eine Wampe habe. Ach, hast du auch Wampe verstanden? Ja, ja, deswegen frage ich vorsichtshalber nochmal nach, bevor ich mich hier an irgendwas jetzt gerade aufgeile, was dann nicht so war. Du hast doch keine Wampe. Du geilst dich ja gut. Auf. Das ist keine Ahnung. Ja. Könnte sein, sitzt sie neben dir oder du hast doch keine, oder? Wer? Wie? Ich meine Xyra, eine Wampe. Ich? Ich hab eine Wampe. Ja, okay, dann habe ich noch was nicht mitgekriegt. Ich finde das nicht gut, wie du über Bad sprichst. Bad. Ich finde das schön, dass wir uns immer so verstehen. Bist du dir sicher, dass du neben der richtigen Person sitzt? Oh. Habe ich das Fenster wirklich falsch rum reingesetzt? Oh. Ach, wie schade ist das denn? Ladies and Gentlemen? Ja. Yeah. Timer. So. Timer. Ah, ich sehe schon, ja. Ja. Wir müssen zum Ende kommen. Nein. Doch. Ich habe gerade meinen Spaß. Nein. 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 Noch 5 Minuten. Bitte, bitte. Ich will noch nicht schlafen. Nein, kommen wir zum Ende. Na gut. Aber wir machen gleich weiter. Das überlegen wir uns noch. Na was? Nein. Das machen wir nicht. Gut, ihr Lieben. Gut. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Runde mit Ark. Tschüss. Ark, tschüss. Har, har. Okay, tschüss. Tschüss.